Hi. Wir hatten heute Morgen noch keine Coachwolf-Stunde und ich habe irgendwie letztes Wochenende Spaß gehabt und deswegen dachte ich, erzähle ich einfach mal, was ich gemacht habe. Ihr erinnert euch vielleicht an letzte Woche, die letzte Woche da waren, dass ich von dieser Datenbank erzählt habe, so aus so einer theoretischen Perspektive und dass ich da irgendwie ein Dateisystem drauf bauen will. Und das ist, woran ich letzte Woche gearbeitet habe und ich habe hier jetzt mal so zwei so gemountete Instanzen davon. Und ich kann jetzt hier irgendwie auch sagen, okay, lösch mal diese Datei und dann verschwindet die in dieser anderen Datei und ich kann irgendwie mir hier das Log angucken, dann ist das voll lahm. Dann kann ich hier irgendwie sagen, diese Datei löschen, ups. Ja, und mich vertippen. Und dann kann ich irgendwie mir den Status angucken und ist alles super lahm, weil super, literally so extrem alpha. Und da ist eigentlich auch alles ganz cool. Als ich das letzte Woche dann so ein bisschen so das erste Mal damit rumgespielt habe, das so irgendwie Dienstag oder Mittwoch, ist das der Stand, kam ich in exakt dieses Problem. Ich spiele damit ein bisschen rum und auf einmal sagt ihr mir, hey, diese head.log existiert und was soll denn das? Und dann denke ich mir, what? Und schaue mir irgendwie dieses .git-Verzeichnis an und dann finden wir hier diese head.log-Datei und die, don't know, existiert irgendwie, aber da ist irgendwas kaputt, ne? Irgendwie, oh nee, existiert nicht. Was? Das war also meine Situation, war so, oh, ich hab's jetzt das erste Mal ausprobiert und gleich einen Bug gefunden. Na toll, so eine Scheiße. Und wollte das debuggen. Und jetzt ist das so, wie gesagt, das ist irgendwie das erste Mal, dass ich das ernsthaft probiert habe. Wie das derzeit funktioniert, ich hatte das letzte Woche schon erklärt, ist quasi jedes Mal, wenn irgendwie was gesetzt wird, immer wenn irgendwie was geschrieben wird, fügt er in so einen Log so eine Zeile zu, hey, ich habe folgenden Wert geschrieben. Und dann könnt ihr euch irgendwie vorstellen, wenn ihr irgendwie so ein bisschen so git init und irgendwie ein paar Commits macht und so ein bisschen rumpusht, da kommen eine ganze Menge Writes zusammen. Und wenn wir uns jetzt mal das hier angucken, ich mache das hier mal kurz weg, sind das irgendwie die Dateien und die haben irgendwie ziemlich viel Daten, so ein paar hundert Kilobyte. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich zum Debuggen von so Problemen dieses Tool gebaut. Und was das tun kann, ist, das kann, ich führe das mal kurz vor. Ups. Dem gibst du das ist so ein Custom-File-Format, was ich mir so ausgedacht habe. Und das geht da einfach durch und passt so alle Updates, die es findet und dumpt die so raus und dann macht man das mit dem Nächsten und dann macht man das mit dem Nächsten und dann versucht man irgendwie rauszufinden, was da kaputt ist und ich dachte mir, oh nein, das bringt keinen Spaß. Das muss ja irgendwie auch besser gehen. Und dann dachte ich, das wäre eigentlich voll cool, wenn man sowas hätte, wo man irgendwie sagen kann, was einen gerade interessiert. So eine Art so Sprache, so eine Query-Language, mit der man dann sagen kann, was für quasi Teile des Logs einen gerade interessieren, damit man irgendwie jetzt mal da reinbohren kann und gucken kann, was denn da kaputt ist. Und das ist ja ganz furchtbar kompliziert zu bauen und so. Und dann saß ich da und habe mir das überlegt. Und dann hat sich ausgezahlt, dass ich in den letzten Jahren 30% meiner Zeit auf YouTube verbrachte. Und ich erinnerte mich an dieses Video von Francesc Campoy, das ist so ein Go-Dude. Der hat ein Video gemacht, Serving CSV, also Comma Separated Values, with SQL, wo der irgendwie in Go so gebaut hat, so einen MySQL-Server, dem man so ein paar CSV-Dateien gibt und dann kann man da SQL mitsprechen. Und ich dachte, SQL, das wäre eigentlich für meine Zwecke gerade ideal, um mal so ein bisschen zu poken. Wie schwer ist das? Und dann schaut man sich irgendwie die API an, von diesem Paket, was der benutzt. Dann findet man ja, ich brauche einen Server. Oh, es gibt einen Default-Server. Default ist immer gut, weil Default bedeutet, wir müssen nicht wissen, was wir tun. Und wissen, was wir tun, ist Arbeit. Wir wollen also so einen Default-Server, dem müssen wir irgendwie eine Config geben. Okay, die Config braucht irgendwie eine Adresse und ein Protokoll, kriegen wir hin. Dann braucht es so eine SQL-Engine und dann schaut man sich irgendwie Engine an und denkt sich, oh Gott, was ist ein Katalog, was ist ein Analyzer? Ah, warte, es gibt New Default, okay, benutzt also die Default-Engine. Und dann sagt man, okay, da gibt man dann so eine Database, was ist denn so eine Database? Und dann sieht man, das ist so ein Interface, das hat so einen Namen, Namen kann ich mir ausdenken und dann gibt man irgendwie so Tables zurück.
Und so eine Table, jetzt fängt es an, kompliziert zu werden und man denkt sich, okay, braucht irgendwie so ein Schema. Okay, ein Schema ist irgendwie ein Array von Rows, Name, Type. Okay, Name, Type kriege ich gerade noch so hin für meine Spalten. Und dann braucht man so einen Row-Eater. Ah, okay, da muss man einfach Rows zurückgeben. Rows sind einfach Slices of irgendwas. Ah, okay, das klingt alles überschaubar. Ich setze mich da mal dran. Und dann hackt man ein bisschen und dann baut man einen Prototyp. Jetzt meine Frage, wollt ihr lieber Code sehen oder erst eine Demo? Demo. Okay. Wo ich letzten Endes gelandet bin, ist Logdebug. Ich habe ein neues Tool geschrieben, dem gibt man einfach dieses Verzeichnis und dann macht es so einen MySQL-Server auf, den man dann einfach queryen kann. So, und jetzt kann man sich irgendwie so anzeigen lassen, so, dann hat diese MySQL-Instanz hat jetzt Tabellen, ne? Die Log-Table ist die low-levelste, da kann man irgendwie sagen, zum Beispiel describe-table-log. Das hat einfach, in welcher Datei steht das drin, an welchem Punkt in der Datei, weil man das vielleicht wissen will, wenn man irgendwie Hexdump und sowas macht. Und was steht da drin? Und jetzt steht da einfach so ein Blob drin und mit so Blobs können wir nichts anfangen und wir wollen die irgendwie parsen. Wie gesagt, das hat diese Update-Struktur mit logischen Uhren und allem und Key und Value und Stuff. Und deswegen existiert eine Tabelle, die heißt Updates. Und wenn wir uns die Update-Tabelle angucken, dann steht da mehr drin. Dann steht da drin, welcher Key wird geschrieben, das ist Implementationsdetail, was ist der Value, auf den wir diesen Key setzen, zu welchem Timestamp. Und jetzt können wir sowas machen, wie zum Beispiel sagen, select, Stern ist vielleicht ein bisschen blöd, weil Stern ist ein bisschen lang. Wir können irgendwie sagen, select file, offset, keys, value ist ein bisschen groß, Timestamp, deletion, tx, committed, from updates, ups, und jetzt schreiben wir halt ein bisschen SQL, updates, und wir limitieren mal auf irgendwie 20 Werte oder so. Und dann können wir da einfach reingucken und sehen halt direkt quasi, was sind die Updates, die zu welchem logischen Zeitpunkt geschrieben wurden, was ist irgendwie der Key, was ist der Timestamp, was ist die Deletion. Jetzt ist, wenn wir uns hier irgendwie den Value angucken, der ist da auch drin, das ist einfach so Binärgrütze, damit können wir wieder nichts anfangen, aber dann stellt sich raus, ich weiß, was das ist, das sind so Protocol-Buffers und dann kann man sich irgendwie in diese Tabelle Inodes reinschauen, um diese Tabelle Inodes, da machen wir auch mal ein bisschen was anderes, und zwar, was brauchen wir? Mode, UID, Git, CTime, Nlinks, irgendwie sowas. Nicht Nlinks, sondern Nlink. Das heißt, wir können uns auch die Updates tatsächlich parsen lassen. Das Debug-Tool weiß, wo quasi Datei-Contents drinstehen und Directory-Contents drinstehen und wo nicht und passt die halt entsprechend raus. Und jetzt können wir anfangen zu debuggen. So, zum Beispiel wussten wir jetzt gerade, dass das Problem war, wir hatten das Problem mit dieser Dings, mit dieser Datei head.log. Ne? Das heißt, wir können hier einfach mal sagen, wir suchen, Inodes hilft nicht. Jetzt muss man ein bisschen wissen, wie dieses Dateisystem funktioniert. Die Idee ist, ein Inode ist einfach durch eine Zahl identifiziert, so ein Dings, und das ist, hat Dateirechte und sowas, wie ihr sie kennt, wenn ihr irgendwie ls-l macht, und dann Content, und wenn das ein Directory ist, also wenn es eine normale Datei ist, dann ist in diesem Content einfach der Content der Datei. Wenn es ein Directory ist, dann steht in diesem Content ein Directory-Listing, wo wieder steht so mit folgender Inode hat in diesem Directory folgenden Namen und ist so und so groß. Und dadurch könnt ihr quasi die gleiche Datei in mehreren Verzeichnissen haben unter verschiedenen Namen und so Stuff. Ist jetzt gerade nicht so furchtbar spannend, aber so. Das heißt, Inodes ist nicht, was wir wollen, sondern was wir wollen ist dir-Entries. Und da kann man mal sich angucken, wie die anzeigt. Describe Table dir-ends. Dir-ends ist also eine SQL-Tabelle, die quasi alle Directory-Entries enthält. Und können uns hier irgendwie sowas anfangen wie Select, File, Offset ist vielleicht interessant. Tatsächlich sind die einfach alle interessant. From dir-end, where name equals head.log. Und jetzt kriegen wir quasi alle Inodes, die diese Datei beschreiben, also wo der Content dieser Datei abgelegt ist. Und wir kriegen diese Directory-Inodes. Das ist der Inode des
Directories, welches diese Datei enthält. Wie gesagt, ein Inode enthält erstmal, wenn es ein Directory ist, enthält eine Liste von anderen Inodes, die dann die tatsächlichen Dateien sind. So. Und das heißt, wir haben jetzt hier unseren Pick of the Litter. Meine Vermutung ist, dass das irgendwas, ne, weil wir haben gesehen, dass wenn wir ls machen, taucht die Datei auf, ne, aber wenn wir sie dann starten oder versuchen zu öffnen, dann kommt no such file. Meine Vermutung ist also, dass es irgendwie darin, damit liegt, dass der Directory Inode kaputt ist. Das heißt, ich schaue mir mal an, oh Gott, ich habe leider alles wieder vergessen. Ihr kennt das mit diesen Live-Demos. From Inode, where Inode, gleich. Wir schauen uns mal an, was auf das. Ihr seht hier, das ist alles das gleiche Directory. Das ist das .git-Verzeichnis, also alles der gleiche Inode. Das reicht uns nicht. Genau, wir wollen nämlich jetzt irgendwie wissen, was sind so die Updates, die damit passiert sind. Ne? Und dann können wir uns irgendwie angucken, wir natural join das mal mit Updates. Und dann wollen wir hier noch mehr Daten haben. TX, committed, deletion, key ist irgendwie entspannt. Committed could not be found, weil ich mich vertippt habe. Ja, zu viele M's. Wir können also auch Joins machen über Stuff, was total cool ist. Und das sagt uns jetzt noch nicht, was ich eigentlich wollte, was uns das sagt. Genau, was uns eigentlich interessiert ist, wir wollen uns einfach mal alle... das hier ist der Key, unter dem dieser Inode abgelegt wird, in der internen Datenbank. Und eigentlich wollen wir uns den mal angucken. Das heißt, wir sagen hier stattdessen, wir nehmen die Inodes gar nicht mehr rein, weil... Wenn die Daten innerhalb des Updates kaputt sind und nicht geparst werden können, dann tauchen die nicht in der Inode-Table auf, weil die Inode-Table nur Sachen anzeigen kann, die es parsen kann. Und deswegen schauen wir uns stattdessen, das ist alles ein bisschen so wild durch die Gegend, sorry. Ja, danke. Fair warning, mein SQL ist furchtbar. Genau, das hilft auch nicht viel weiter. Was wollte ich jetzt als nächstes machen? So, das hat uns immer noch nicht geholfen, aber jetzt will ich mir mal angucken. Wir suchen uns mal irgendwie so ein Update raus, was irgendwo passiert. Ich habe in meiner History bestimmt irgendwie was Clevereres, aber ich nehme jetzt mal irgendwie einen davon raus und wir schauen uns jetzt einfach mal so Updates in der Gegend an. Was ist denn in der Gegend passiert? Und wir wollen die File auch korrekt setzen. Oh, warte, das ist definitiv nicht, was ich suche. Ich suche irgendwie eher sowas hier so. Ich glaube, das ist ganz gut. 37.000. Where offside groß. Oh, habe ich auch ausgewählt. Limit 20 oder sowas. Genau. Ah, das ist exakt. Genau. Das war tatsächlich der nächste Schritt, den ich dann gemacht habe. Ich dachte, oh, ich schaue mir mal an, was so passiert ist, als irgendwann dieses Directory geschrieben wurde. Und was ich dann entdeckt habe, ist, die Smoking Gun ist irgendwie so eine Row zum Beispiel oder diese Row, weil das hat committed gesetzt, aber keine Transaction ID. Also diese Datenbank hat sowas wie Transactions und die Idee ist, da wird Updates, die in der Transaction laufen, werden einfach mit einer Transaction ID in das Log geschrieben. Und dann, wenn man die Transaction committed, wird ein, ich habe jetzt committed-Eintrag geschrieben mit dieser Transaction-ID und dann weiß man, die ist committed. Wenn wir jetzt also ein committed-Ding haben, ohne Transaction-ID, bedeutet das, wir haben irgendwie eine Transaction committed, ohne die ID korrekt zu sagen. Und das kann nicht sein. Und das würde auch ein bisschen erklären, was passiert, weil wir uns irgendwie vorstellen wollen, wenn man eine Datei zum Beispiel löscht, dann muss man sowohl den Inode anfassen, in dem diese Datei liegt, um die Anzahl Links und sowas runterzusetzen, als auch das Directory anfassen, in welchem diese Datei liegt, um die Liste der Dateien, die da drin existieren, zu dingsen. Und das sind zwei Updates und die will man irgendwie in einer Transaction machen. Und jetzt kann man sich irgendwie vorstellen, dass wenn also irgendwie unser Transaction-System Borg ist, dass das dann zu exakt solchen Problemen führt. Ne? Dass das eine angepasst ist, das andere nicht und dadurch wir exakt diesen Bug bekommen. Und mit dieser Smoking Gun konnte ich jetzt einfach sagen, ich gehe mal in... So, ich weiß jetzt natürlich immer noch nicht, was das Problem ist, aber jetzt weiß ich, was ich testen kann, weil jetzt kann ich einfach hier in diese Datei gehen und hier zum Beispiel mal sagen, if u.committed and len u.tx gleich 0, dann panic gnose. So, wir sagen jetzt einfach mal, okay, bevor wir das irgendwie in diese Datenbank reinschreiben, paniken wir mal, wenn das eins von diesen kaputten Updates ist und dann lassen wir unsere Tests laufen
Und dann passen die Tests, okay, leider noch nicht gefunden. Dann lassen wir die Tests von mehr laufen. Ah, okay, und jetzt haben wir eine Panic. Diese Panic gibt uns einen Stack Trace und mit diesem Stack Trace können wir jetzt debuggen. So, das war jetzt alles ein bisschen chaotisch, aber eigentlich wollte ich auch mehr darüber reden, wie ich dieses Tool geschrieben habe. Ich wollte nur so ein bisschen illustrieren, so, nachdem ich dieses Tool hatte, war irgendwie von, oh, da ist irgendwas kaputt in diesem Sync-Protokoll, zu wirklich den Bug finden, hat halt irgendwie 10 Minuten oder sowas gedauert. Und zu, ich habe jetzt den Bug, ich hab dann relativ fix gefunden, was das Problem ist, Problem gefixt, committed, done. Das heißt, ich finde das ein total mächtiges, cooles Tool. Und um jetzt zu zeigen, wie das aussieht, gehe ich mal nach Master. Und gehe mal nach Logdebug. So, und es stellt sich raus, das ist gar nicht mal so schwierig, so eine SQL-Datenbank zu schreiben. Der Kram hier ist alles Boilerplate, letzten Endes läuft es auf das hier hinaus, das ist direkt hier drunter. Wie gesagt, oh, Default Server mit irgendwie einer Adresse und so. Und die Engine, genau, die Engine ist das und da geben wir die Datenbank L. L ist so eine LogDB. Einfach um so ein bisschen, ich scroll mal kurz rüber. Also, der Code hat insgesamt 850 Zeilen. Und wie das funktioniert, ist quasi das äußerste Level ist diese Logtable. Das ist das, was ich auch gezeigt hatte, wo einfach nur Updates und Raw und so drinstehen. Partitionen interessieren uns gerade erstmal nicht. Und was sie tut, ist einfach nur relativ viel Boilerplate. Jetzt gehen wir hier dieses Schema raus. Das ist einfach, again, Boilerplate. Das ist einfach nur die Tabellendefinition. Wir haben irgendwie eine File, das ist Text. Wir haben einen Offset, das ist ein Int. Wir haben Raw, das ist ein Blob. Und dann iterieren wir darüber. Und zwar habe ich hier diese Next-Funktion. Die macht irgendwie das Heavy Lifting. Die macht irgendwie, das ist der Code, um einen Record aus meinem Log rauszuparsen, ne, passt auf eine Bildschirmseite. Dieser SQL-Server ruft dann halt diese Log-Methode auf, um quasi an die tatsächlichen Daten in dieser Column zu bekommen. Also im Wesentlichen geben wir halt, so, wir bauen so einen Iterator. Dieser Iterator in jedem Step passt genau einen Record raus. Und synthetisiert halt diese Logs und gibt die raus. Und dann, wenn wir irgendwie wie unsere Update-Tabelle haben wollen, dann machen wir quasi, dass wir benutzen diese Log-Tabelle, weil wir sie schon haben, ne? Benutzen wir einfach diese Log-Tabelle und machen da in dem Next-Ding, also hier wieder 20-Zeilen-Schema-Definition, und machen hier in diesem Next-Call, der hier unten passiert, einfach ein, naja, ich nehme mir die nächste Logzeile, dann schaue ich, kann ich das irgendwie unmarscheln als ein Update, also parsen als ein Update. Wenn ja, dann ist das eine gültige Row und wenn nicht, dann gehe ich mal zur nächsten Row. Ne? So, wenn ich jetzt irgendwie iNodes parsen, oder Pierce ist was anderes, wenn ich jetzt irgendwie iNodes parsen will, dann mache ich genau das Gleiche. Das alles Boilerplate, hier ist Schema, hier ist Next. Oh, ich nehme mir das nächste Update, ne? Wenn das Update irgendwie ein nutzerbasiertes Update ist und der Key, der geschrieben wird, irgendwie mit iNode anfängt, dann ist es wohl ein iNode, dann parse ich das als iNode und gebe irgendwie eine iNode-Row zurück. Und ihr seht diese ganzen individuellen, die Business-Logic, dieses Debugging-Ding ist halt jeweils so irgendwie so eine Bildschirmseite pro Tabelle, ne? Und dann macht man irgendwie noch unglaublich viel Boilerplate, um irgendwie die Schemas zu definieren und die Conversion. Und hier ist irgendwie eine Funktion, um File-Modes in Human-Readable zu verwandeln, weil es ist super ätzend, irgendwie die ganze Zeit 32.674 zu sehen, also File-Mode. Und so Stuff, das ist halt alles so Quality of Life. Aber eigentlich ist es das. Ich habe irgendwie 6 Tabellen, die sind alle so definiert, mit irgendwie so einer Bildschirmseite Logic. Und dann so ein bisschen Boilerplate hier oben, um, nicht Boilerplate, sondern so ein bisschen Logik, um Partitionen zu machen. Die Idee ist, jede File ist quasi eine Partition, über die man halt separat iterieren kann. Und dann gibt man das alles diesem SQL-Server-Paket und sagt, mach mal. Und dann macht er. Und dann kriegt man irgendwie Joins und Indizes und alles umsonst. Und das ist total cool.
Es ist mega slow, weil er irgendwie bei jedem Query und jedem, muss er einmal über die gesamte Tabelle iterieren. Da hat er auch Methoden, um das besser zu machen, aber nee, es ist ein Debugging-Tool, I don't care. Deswegen ist irgendwie, wenn man Joins macht, wird es doppelt so, also nicht doppelt so schnell, sondern quadratisch so schnell, also unglaublich langsam, aber ist okay, ist ein Debugging-Tool. Ich kann, ne, wenn ich debugge, irgendwie 2-3 Sekunden warten. Vielleicht mache ich das irgendwann noch besser, aber erstmal reicht so. Und es hat irgendwie, das hat einen Abend gedauert, diesen Prototypen zu schreiben, das hat dann irgendwie noch einen Tag gedauert, um alle Tabellen zu bauen. Und dann hatte ich dieses Tool und nachdem ich dieses Tool hatte, war ich mega happy und habe debuggt. Und ich hoffe, dass ich das noch sehr viel benutzen werde. Und dass die Idee ist halt auch, dass wenn ich irgendwann diese Datenbank veröffentliche, quasi dieses Tool auch benutzt werden kann, um aufbauende Sachen zu debuggen damit. Anyway, ich bin durch. Das ist irgendwie, was ich so das Wochenende gemacht habe. Ich finde, diese Technologie, irgendwie so einen SQL-Server aufzusetzen, um über diese Binärdaten zu iterieren, total cool. Es hat total Spaß gemacht. Und ja, dann bin ich dann. Ja? Random Fragen zu deinem Dateisystem. Wie generierst du diese Einordnung? Sind die random oder ist dann ein System? Die sind random. Also die sind pseudo-random. Das Problem, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Ich kann, also das Problem damit ist, die haben eine fixe Länge. Und diese verteilte Systemgeschichte muss halt irgendwie also diesen Namespace aufteilen. Ich habe ein paar Ideen, wie ich das lösen kann, wenn ich es irgendwann lösen muss. Ich kann zu einem gewissen Grad auch aus der ID des Knotens Bitstrings, also Bitstrings herleiten, die ich benutzen kann dafür. Oder ich mache sowas wie, man reserviert halt irgendwie so eine Range oder so, aber das ist technisch gesehen ein bisschen so, das violated halt die Sachen. Diese fixe Länge ist halt, was mir das Genick bricht, so ein bisschen. Weil wenn ich da einfach einen String benutzen könnte als ID, so. Vielleicht degeneriere ich dazu irgendwann da irgendwann zu, dass ich intern keine Inode-Nummern mehr als Unique Identifier benutze, sondern einfach Strings. Die kann ich dann tatsächlich clever bauen. Das mache ich auch schon. Aber bis dahin ist es tatsächlich einfach ein rand.intn. Fun Fact, ich hatte, der erste Bug, den ich da festgestellt habe letzte Woche in diesem System war, ich habe irgendwie was gemacht und dann habe ich unmounted und wieder gemounted und dann wurden auf einmal Dateien zu Directories und es war super weird und ich wusste nicht, was da los ist. Es stellt sich raus, ich habe vergessen, diesen Random Number Generator zu seeden und dann ist einfach jedes Mal der gleiche und dann, ja. Aber ja, nee, die werden derzeit einfach gewürfelt. Wie gesagt, ich meine, es sind 64-Bit, das heißt, du bräuchtest irgendwie 2 Milliarden Dateien, bis das irgendwie erwartet wird, dass du irgendwie konfliktest und whatever. So, wenn es ein Problem wird, wird es ein Problem, dann habe ich Ideen, aber bis dahin, ist fein. Ist sowieso, by the way, also ich meine, das ist so ein bisschen meine Gesamtphilosophie beim Herangehen an dieses Projekt, ist so, ich mache jetzt einfach irgendwie und dann, wenn es ein Problem wird, wird es ein Problem und bis dahin, whatever. Ist so, deswegen ist alles slow, es hat noch keinen Namen, es ist alles super furchtbar benamst und, aber, whatever, ich habe, ja.